Hallo? In diesem letztlich zweiten Teil zum Thema Umladung von Induktivitäten geht es um eine echte Umladung. Hier wird zunächst eine Induktivität geladen. Das erfolgt aus der Stromquelle links heraus am Zeitpunkt über T0. T gleich 0 und wird dann ideal umgeschaltet. Ideal heißt unterbrechungsfrei umgeschaltet auf die rechte Spule und den Widerstand hier. So, wenn wir das tun, haben wir natürlich für 0 kleiner t kleiner t1 ein IL, was ich hier mal einzeichne, meinetwegen auch klein, IL von t gleich IQ mal 1 minus e hoch minus t mal r durch l. Das ist durchaus bekannt, nichts Neues. Zum Zeitpunkt, schauen wir nochmal an, was denn eigentlich passiert, wenn ich T1 sehr viel größer als L durch R wähle. Dann geht ja auf IL gegen IQ und letztlich hat man dann eine Energie W von T1 gleich 1/2 L IQ Quadrat in der Induktivität oder auf der Induktivität gespeichert. So, ich kürze noch ab, IL von T1 gleich I1 gleich IQ mal 1 minus E hoch minus T1 mal R durch L. Der spannendere Fall ist sicherlich der im anderen Bereich, nämlich wenn wir auf der anderen Seite umgeschaltet haben und zeitlich nach T1 uns befinden. In der Situation würde ich jetzt zunächst mal die linke Spule beschreiben über ihre Quelle I1, die beschreibt, wie viel Energie auf dem Ding war, dann ein IL' und letztlich noch ein IL, das dann wirklich rauskommt. Dann haben wir hier unser RP und hier unser L2. Das Ganze kann ich vereinfachen, indem ich die beiden Spulen hier zusammenfasse als Parallelschaltung. Also dabei mache ich natürlich die einzelnen Ströme nicht mehr erreichbar und damit kaputt. Wir haben I1, wir haben RP und wir haben hier L1,2 und das ist natürlich gleich L mal L2 durch L plus L2. Okay, wir können hier einen Strom I1,2 definieren, der hier auch genau die gleiche Richtung hat wie I2, aber eine völlig andere Richtung als IL'. In dem Fall können wir uns einfach anschauen, was denn letztlich hier für ein Strom fließen wird. Der Strom, der hier fließen wird, ist natürlich I1,2 von T gleich I1 mal 1 minus E hoch minus T minus T1 mal RP durch L1,2. Okay, wir müssen uns noch näher anschauen, wie denn eigentlich die Situation der Spulen war. L1,2 mit I1,2 wird natürlich anders dargestellt werden müssen. Nämlich so angeschlossen mit hier I1,2, hier I2, L2, hier L. Und hier andersrum IL'. So dass hier ein Stromteiler vorliegt. Die Spannung über beiden ist ja gleich. Wir müssen uns dann über die Ableitungen tasten. Ein normaler Stromteiler vorliegt. Und wir sagen können I2 von T ist gleich I1,2 von T mal der über den nicht, also L durch L plus L2
Und das wäre dann hier dann I1 mal L durch L plus L2 mal 1 minus E hoch minus T minus T1 RP durch L12. Das wäre der erste Teil der Lösung. Wir bekommen IL' auf gleiche Art und Weise, allerdings mit einem Minuszeichen, I12 mal L2 durch L plus L2. Und das ist dann minus I1 L2 durch L plus L2. Und das gleiche nochmal, aber eigentlich interessiert mich ja IL. Und das ist nichts weiter als I1 plus IL', also gleich, jetzt schreibe ich es aus, I1 mal 1 minus L2 durch L plus L2 mal 1 minus E hoch minus T minus T1 RP durch L12. Das kann ich noch weiter auflösen hier. Dann haben wir nämlich I1 durch L plus L2 mal L minus plus L2 mal E hoch minus T minus T1 RP durch L12. Okay, damit sind beide Ströme bestimmt. Wir machen noch den Grenzübergang hier mit T1, sehr viel größer als die Zeitkonstante, die wir da hatten, L12 durch RP, also sehr lang. Dann geht I2 gegen I1 mal L durch L plus L2, beziehungsweise, wenn ich auch das obere noch verwende, T auch lang auf IQ mal L durch L plus 2 und IL geht ebenso auf IQ mal L durch L plus 2, wobei ich hier weiterhin davon ausgehen kann, dass das so ist. Ja, ich hier aber ein Vorzeichendreher habe gegenüber dem ursprünglichen Bild hier oben. Okay, die gute Nachricht ist zunächst mal, dass dabei Energie gespeichert wird und sie nicht einfach plötzlich so irgendwie verschwindet oder so, sondern man tatsächlich in diesem Schaltkreis hier, auch nachdem man den Schalter umgelegt hat, unendlich lang, idealerweise natürlich unendlich lang den Strom kreisen lassen kann. Der Spannungsabfall über RP wird nämlich dann irgendwann null, tatsächlich null. Und die beiden Spulen hier halten ihre Energie. Wenn wir uns jetzt die Energie nochmal angucken, die auf den einzelnen Dingern sind, dann haben wir hier bei W2 an unendlich, also wenn es eben wirklich lange gedauert hat, gleich 1/2 L2 mal I2 Quadrat, also gleich 1/2 L2 IQ Quadrat mal L Quadrat durch L plus L2 Quadrat. WL an unendlich ist 1/2 L I2 Quadrat gleich 1/2 L mal IQ mal L Quadrat durch L plus L2 Quadrat und das zusammen
ist 1/2 EQ Quadrat mal 1 durch L plus L2 Quadrat, hier oben muss noch ein L Quadrat hin, mal L2 plus L, das kürzt sich da unten wieder weg und wir behalten 1/2 IQ Quadrat mal L. Das ist genau das gewesen, was wir an T1 hatten. Mal L durch L plus L2. Und wie bei der Kapazität auch, ist das hier wiederum immer kleiner als 1. Für L gleich L2 geht das, der Term gegen 1/2. Und die schlechte Nachricht nach wie vor ist wiederum Umladung. Ladungseffizienz unabhängig von RP. Also selbst wenn man den unendlich machen würde, was zu erheblichen Problemen führen würde, dann müsste nämlich der Strom irgendwie an L2 oder an L springen. Also es geht nicht, man braucht ihn irgendwie physikalisch dann schon zwingend. Aber wenn man sich vorstellen würde, er wäre eben sehr, 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 sehr groß, also es würde keine Energie irgendwie in ihm groß umgesetzt werden können, dann spielt das trotzdem keine Rolle für die Effizienz. Die wird nur bestimmt aus dem Verhältnis der Induktivitäten hier. Auch da gibt es den gleichen Grund wieder wie bei den Kapazitäten. Es findet eben automatisch so ein Umladungsprozess statt. Dabei müssen Ladungsträger beschleunigt, abgebremst werden. Und das Ganze geht nicht energiefrei vonstatten. Ich wünsche damit noch einen schönen Tag.